Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute dachte ich, wir gucken einmal, was eigentlich aus meiner Lese-Challenge letztes Jahr geworden ist. Ich hatte mir da ja so ein paar Bücher vorgenommen und für dieses Jahr habe ich mir wieder neue rausgesucht. Und dann wollte ich im Anschluss einfach nochmal so ein bisschen was erzählen, wie ich jetzt eigentlich so mein Lese- und Kaufverhalten gestalte, weil ich ja dieses Jahr ein bisschen was anderes machen will. Und dachte, vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen. Es gibt ja allgemein viele Buch-Challenges da draußen. Es gibt die 12 Books in 12 Months. Es gab die 23 für 2023 und dieses Jahr wahrscheinlich auch 24 für 2024. Die habe ich bewusst nicht gemacht, weil ich mir nicht so viele Bücher gleich vorweg vornehmen will. Dann habe ich das Gefühl, ich bin nicht mehr so flexibel genug, was meine Leseauswahl angeht. Und letztes Jahr hatte ich mir 10 Bücher vorgenommen. Und eigentlich fand ich das auch noch zu viel, deswegen sind es jetzt dieses Jahr noch weniger. Aber erstmal der Reihe nach. Wir gucken jetzt erstmal, was ich mir für letztes Jahr vorgenommen habe. Und ich glaube, ich hatte auch gesagt, die ich nicht schaffe, die schmeiße ich raus. Weil die, das waren also meine ältesten Subleichen. Also das war einfach mein einziges Kriterium, wonach ich Bücher ausgewählt habe. Ich habe ein Notizbuch, wo ich mir immer aufschreibe, wann ich ein Buch angeschafft habe und wann ich es dann gelesen habe. Deswegen habe ich immer einen ganz guten Überblick, welche jetzt schon am längsten hier rumoxidieren, ohne dass ich sie gelesen habe. Und ich nehme mir immer meine ältesten Subleichen dann vor, die in dem Jahr zu lesen. So, genau, also erstmal letztes Jahr, das waren 10 Bücher und ich sage euch jetzt jeweils, ob ich das gelesen habe oder nicht. Jetzt hier in keiner bestimmten Reihenfolge. Alles Stehende verdampft von Derek McKeon. Ja, das habe ich gelesen, das ist auch noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das war aber einer von den Lesemonaten, die ausgefallen sind. Also hier geht es um die Atomkatastrophe in Tschernobyl und die Stadt Pripyat. Und wir haben hier mehrere Protagonisten. Wir haben einen Arzt, der eben dann zu diesem Krisenort hingerufen wird und haben da auch immer wieder Rückblenden in sein Leben. Und dann geht es auch darum, wie es nach diesem Vorfall mit ihm weitergeht. Und wir haben einen Jungen, der eben da in der Nähe lebt, dessen Leben dann eben komplett aus den Fugen gerät, weil die eben zwangsumgesiedelt werden und so weiter und so fort. Und was mir gut gefallen hat, war am Anfang halt dieser Teil, es war sehr schockierend zu lesen, auch was der Arzt zum Beispiel für eine Vorgeschichte hat, also so den Militärdienst, das hat mich richtig erschrocken, weil das wohl normal war, dass Menschen sich da einfach umgebracht haben, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben, also das ist so brutal, also ist es ja eine Sache, einfach eine harte Ausbildung zu machen, aber hier war das einfach teilweise Folter, Missbrauch und Körperverletzung, keine Ahnung, also auf jeden Fall offenbar, also wenn das so schlimm ist, dass Menschen sich das Leben nehmen und auch gar nicht mal nur so selten, dann sagt uns das, glaube ich, einiges. Das war sehr, sehr schockierend. Auch wie dieser Vorfall dann abgelaufen ist, so der Informationsfluss, dass einfach keiner so richtig weiß, was hier eigentlich Sache ist, das war alles super spannend. Danach verläuft sich das aber irgendwie. Also wir sind dann noch irgendwie in der Stadt, wohin die Leute dann umgesiedelt wurden und erfahren manche Schicksale nochmal so, manche auch sogar nur so nebenbei. Und irgendwie hört die Geschichte dann einfach auf. Das war ja so ein mittleres Buch. Erstmal gut genug, dass ich es behalten will. Ich weiß aber nicht, ob ich es für immer behalten will. Da hat mir irgendwie dann doch was gefehlt. Aber der erste Teil war dann halt doch ganz, ganz interessant. Man hatte das Gefühl, dass der Autor dann aber selber nicht genau weiß, wie er hier Schluss machen soll mit dem Buch. Das zweite Buch war Talos von Liza Grimm. Das habt ihr definitiv schon bei mir gesehen, weil ich die ganze Reihe auch einzeln rezensiert habe und ich habe es, glaube ich, auch in meinem Highlight-Video war es drin und ich glaube noch irgendwo. Da habe ich die ganze Reihe dann gelesen und fand das ganz, ganz toll. Das war endlich mal wieder eine Fantasy-Reihe, die mir richtig gut gefallen hat. Ich bin ja mit Fantasy nicht so leicht zu begeistern, aber ab und zu lese ich sie halt doch gerne. Und ja, das war auf jeden Fall super, hat mir sehr gefallen. Hier geht es eben um Hexen, die in so eine Art Parallelwelt unterhalb von Edinburgh leben und eben alle sind hinter diesem Talos-Artefakt, was eben so eine besondere Macht verspricht. Und dann gibt es Erin, die eigentlich ein ganz normaler Mensch ist und da so ein paar Geisterführungen in den Katakomben macht und irgendwie wird sie dann hier mit reingerissen. Und mir hat auch die Welt sehr gut gefallen. Man kann auch gerne noch eine zweite Reihe in der gleichen Welt schreiben. Sie hat jetzt, habe ich gesehen, auch ein Pen and Paper zu dieser Welt veröffentlicht, was ich auch sehr cool finde. Und die bietet sich da auch einfach an mit diesen verschiedenen Hexenzirkeln, die es so gibt und so. Hat man da schon, denke ich, viele Möglichkeiten.
Und genau, das für alle Hexenliebhaber ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Dann haben wir hier The Watchmaker of Filigree Street von Natasha Poulay. Das habe ich mir auf Englisch gekauft, in diesem schönen Hardcover. Und deshalb lag es auch so lange hier. Ich nehme mir immer vor, auf Englisch zu lesen und mache es dann doch nicht. Ich habe auch hier angefangen zu lesen und es lässt sich auch voll gut lesen. Ich mag auch total gerne so diesen leichten britischen Humor, der dabei ist. Finde ich super, aber irgendwie lag es dann wieder zwischendurch so lange und ich habe dann doch irgendwann zu dem deutschsprachigen Hörbuch gegriffen oder habe teilweise immer so abwechselnd gelesen und gehört. Deswegen ist das vielleicht am Ende so ein bisschen geschummelt. Ich fühle mich ein bisschen, als hätte ich mich selber verarscht, weil ich es dann doch nicht auf Englisch gelesen habe. Ich meine aber, gerade hier habe ich ja wirklich den Vergleich zwischen Deutsch und Englisch. Und ja, man sieht einfach schon auch, wie viel in der Übersetzung verloren geht. So vieles von diesem Witz kommt auf Deutsch gar nicht so rüber. Mir hat das Buch aber dann trotzdem unterm Strich sehr gut gefallen. Also wir sind hier im viktorianischen England und es soll ein Anschlag auf ein auf ein Ministerium oder so, glaube ich, ich weiß schon nicht mehr genau, verübt werden. Und unser Protagonist Nathaniel arbeitet in einem Innenministerium als Telegraf. Und dann haben wir hier noch eine Tochter aus reichem Hause, die eigentlich Chemikerin sein will und forschen will und vor allem forscht sie am Äther. Also die Äther-Theorie war ja, dass der Äther uns alle irgendwie so umgibt und dass man dadurch so verschiedene physikalische Phänomene und auch übernatürliche Sachen wie zum Beispiel Hellseherei und Telepathie oder so erklären kann. Und dieses Buch tut halt so, als wenn die Äther-Theorie wahr wäre. Also wir haben hier so ein paar übernatürliche Sachen, die dann passieren. Und wir haben eben vor allem diesen Uhrmacher, Mori, der ist Japaner. Wir sind teilweise auch immer wieder im historischen Japan. Und Mori kann nicht so richtig hell sehen, aber sagen wir, er hat einfach nicht so richtig das Gefühl für Punkte in der Zeit, weil er eigentlich immer alles sehen kann. Also er bringt manchmal durcheinander Dinge, die noch passieren werden und Dinge, die schon passiert sind. Und das war hier aber alles super stimmig gemacht und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es gibt auch eine Fortsetzung dazu. Ich glaube, der Leuchtturm von Piper Harrow oder sowas. Das will ich auf jeden Fall auch noch hören oder lesen. Also auch das hier, sehr schönes Fantasy-Buch, auch mit dem viktorianischen London, hat mir sehr gut gefallen und ist auch gar nicht so dick. Genau. Und auch auf Englisch sehr empfehlenswert für die, die auch auf Englisch lesen möchten. Als nächstes haben wir hier den Beginn einer Jugendbuchreihe, nämlich die Furien-Trilogie von Elizabeth Miles, Im Herzen die Rache. Das spielt im Winter an der Ostküste und wir haben hier Emily, die ja eine Romanze hat mit dem Freund ihrer besten Freundin, als die im Urlaub ist. Und wir haben ja insgesamt noch viel, passiert hier viel, viel mehr. Wir haben einen Jungen namens JD, der immer eher so ein bisschen der Außenseiter ist, der dann eine dieser Furien kennenlernt, nämlich Tai, und mit ihr auch so eine Art Romanze anfängt. Und da passieren immer schon so ein paar merkwürdige Dinge. Also es tauchen diese drei Mädchen auf und man merkt von Anfang an so, dass mit denen irgendwas nicht stimmt. Und dass die so ein bisschen übernatürlich sind. Und ja, Emily macht dann auch so ihre Bekanntschaft mit denen. Also ich finde es ein bisschen schwierig, das alles zu erklären, ohne zu spoilern. Dieser ganzen Handlung geht so ein Suizid voraus. Das ist so die Szene, mit der wir hier einsteigen, wie die Leute eben dann darüber reden, dass dieses Mädchen sich umgebracht hat. Und Emily versucht dann so nach und nach rauszufinden, was es eben mit diesen Furien auf sich hat und begibt sich dabei in Gefahr. Und auch JD macht eben so seine Erfahrungen mit denen und man fragt sich die ganze Zeit so ein bisschen, wofür die ihn vielleicht gebrauchen können. Also man merkt, dass er irgendwie von denen instrumentalisiert wird, aber man versteht noch nicht so richtig wofür. Auf jeden Fall war das eine Reihe, die sehr, sehr spannend ist. Ich persönlich bin einfach zu alt für diesen ganzen Highschool-Lifestyle und weil sich das halt auch so null mit meinen persönlichen Erfahrungen deckt, also natürlich auch schon, weil ich nie an einer amerikanischen Highschool war, aber auch sonst so, und das sind immer so Sachen, ja, das muss man dann so mitnehmen, ne? Aber so alles darum herum hat mir so gut gefallen, dass ich die Reihe auf jeden Fall weiterlesen möchte. Ich habe auch mit dem zweiten Teil schon angefangen, bin da aber noch nicht allzu weit. Genau, aber das war mal wieder eine Reihe, wo ich gesagt habe, ja, die möchte ich weiterlesen. Kommt bei mir auch nicht so oft vor. Und ja, mir gefällt auch dieses Setting im Winter an der Ostküste total gut. Also wir haben hier sehr viel Schnee, das heißt, das eignet sich auch super für den Winter. Und
Ja, viel mehr möchte ich dazu jetzt auch gar nicht sagen. Es war auch so ein Buch, was irgendwie sehr viel, ja, viel Handlung hat. Also ich kann da, die Handlung hat nicht so, ist nicht so straightforward, dass ich jetzt mit einem Satz beschreiben kann, was da passiert, sondern die hat halt sehr viele Wendungen. Und deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, da jetzt bessere Angaben zum Inhalt machen. Fühle mich gerade ein bisschen inkompetent, aber ich würde es jetzt einfach mal so belassen. Ihr könnt euch ja sonst auch selber den Klappentext durchlesen. Viel mehr steht da aber, glaube ich, auch nicht, außer dass irgendwann diese drei geheimnisvollen Mädchen auftauchen. Ich fand dieses Motiv dieser drei Furien und dieser drei, was auch immer sie sind, auch sehr, sehr spannend und bin auch gespannt, was am Ende vielleicht rauskommt, also ob in dieser Reihe irgendwann noch erklärt wird, woher die kommen, wie sie entstanden sind und was genau eigentlich ihr Auftrag oder ihr Ziel ist. Da sind wir jetzt nämlich noch gar nicht so angekommen. Ja, auf jeden Fall werde ich hier dranbleiben. Wir kommen zu in diesem wunderhübschen Buch hier, Davor und Danach von Nikki Singer, das ich glaube ich entweder abgebrochen habe oder zumindest habe ich irgendwann nur noch quer gelesen. Also wir haben ja auch so eine Endzeit-Postapokalypse. Die Welt ist in ganz viele Staaten fragmentiert. So gefühlt jede schottische Insel ist jetzt ein eigener Staat. Auch die, von der die Familie der Protagonistin kommt. Und sie und ihre Eltern haben aber zuletzt im Sudan gelebt. Und da brechen dann irgendwann Unruhen aus. Und sie schafft es irgendwie als einzige ihrer Familie wieder zurück nach England, glaube ich, also nach Europa und versucht halt sich nach Hause zu ihrer Großmutter auf diese schottische Insel durchzuschlagen. Und unterwegs gabelt sie so einen kleinen verlassenen Jungen auf. Und ja, dann nehmen die so die Dinge ihren Lauf, wie sie da eben dann durch die Gegend irrt, um dann schließlich wieder dahin zu kommen. Wir haben ja auch immer wieder so Sachen, sie hat in ihrem Kopf so einen Ort, den nennt sie nur die Festung und da man weiß nicht, was in der Festung ist, also so ein paar traumatische Erinnerungen. Irgendwann decken wir dann natürlich auch auf, worum es sich dabei handelt. Aber ich habe das irgendwann nur noch quer gelesen, weil ich irgendwie gar nicht hier reingekommen bin. Das hat mich irgendwie alles zu wenig interessiert. Ich fand das auch irgendwie alles so abstrus und irgendwie, keine Ahnung, bin ich vielleicht einfach zu alt für das Buch. War leider ein ziemlicher Flop. Und ja, wie gesagt, vielleicht bin ich auch einfach zu alt für das Buch, weil wir eine sehr junge Protagonistin haben. Ja, ich weiß auch nicht, war irgendwie halt überhaupt nicht mein Ding. Und genauso wie ein anderes Buch, was ich euch jetzt hier nur noch einblenden kann, nämlich Loom, 2 wie Licht und Dunkel, das wollte ich unbedingt lesen, weil ich auch dieses Cover so hübsch fand. Hier geht es irgendwie darum, dass Menschen an ihrem 16. Geburtstag, glaube ich, so eine besondere Gabe erhalten, aber unsere Protagonistin geht leer aus. Das kommt wohl ab und zu mal vor und ist eine ganz schlimme Schande für die ganze Familie. Aber diese Gabenlosen sind dann wieder, also sie wird dann rekrutiert für irgendwas Spezielles, um diese Stadt des Lichts zu finden. Ganz ehrlich, ich habe das Buch nach ein paar Seiten abgebrochen, weil es mich tierisch genervt hat. Ich bin da gar nicht reingekommen. Es war irgendwie sehr stereotypenhaft und der Schreibstil war irgendwie auch ganz furchtbar. Und ich bin da wirklich nicht weit gekommen und ich habe es dann abgebrochen. Es ist auch nicht mehr hier. Ich habe es dann in den Bücherschrank gestellt und das war leider nix. Ein weiteres Buch, was auch schon nicht mehr bei mir ist, ist der zweite Teil der Vortex-Trilogie von Anna Benning. Da hatte ich den ersten Teil gelesen, fand den eigentlich auch ganz gut. Jemand hatte das mal ganz gut zusammengefasst mit, das ist ein Jugendbuch, was nichts neu erfindet, aber vieles richtig macht. Ich denke, das kann man auch so belassen. Und ich hatte mir Band 2 und 3 auch gleich mit diesem tollen Farbschnitt gekauft. Weil das war eins der ersten Bücher, was diesen Farbschnitt hatte und das war so ein toller lila Ton, den ich sehr gefeiert habe. Mittlerweile kommt ja fast jedes Buch mit Farbschnitt. Ich bin da ganz dankbar für, weil dann ist es nichts Besonderes mehr. Und ja, ich hatte dann irgendwie einfach nicht mehr das Bedürfnis, diese Reihe weiterzulesen. So toll war der erste Band dann auch nicht. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, ich habe jetzt schon alles gesehen, was mich an dieser Geschichte vielleicht interessiert hat. Das Szenario war jetzt auch nicht so überwältigend, dass ich sage, ich muss das unbedingt weiterlesen. Und ja, deswegen habe ich dann diese drei Bücher zusammen auf eBay verkauft und bin die dann zum Glück auch relativ zügig losgeworden. Und ja, habe mich von dieser Reihe dann einfach getrennt. Dann kann die den Platz lieber freimachen für Bücher, die ich wirklich gerne hier haben möchte. Wir bleiben bei Büchern, die nicht so dolle waren und widmen uns Goulds Buch Der Fische von Richard Flanagan. Hatte ich seinerzeit sogar vorbestellt und dann ewig nicht angefasst. Wir sind hier auf Tasmanien, wie bei den meisten Büchern von Richard Flanagan. Und ja, ich habe ein anderes Buch von ihm vorher gelesen, Der schmale Pfad durchs Hinterland. Da geht es um australische Kriegsgefangene, die und viele auch aus Tasmanien
die im Zweiten Weltkrieg bei den Japanern im Kriegsgefangenenlager sind und gezwungen werden, diese Eisenbahn von Siam nach Burma zu bauen, also was heute so Thailand, Malaysia und so ist. Und das war richtig schlimm, das war ein richtig heftiges Buch. Da hat er auch sehr lang dran geschrieben, das ist ganz stark inspiriert von der Geschichte seines eigenen Vaters und von anderen Leuten, die er kennengelernt hat und interviewt hat. Also es ist zwar ein Roman, aber da steckt sehr viel Wahres drin, deswegen ist mir das auch so nahe gegangen. Und hier haben wir auch einen wahren Hintergrund. Wir sind eben auf Tasmanien auf so einer Gefängnisinsel und ja, hier gibt es eben einen Insassen, der im Gefängnis dann anfängt, Fische zu malen. Also und dieses Buch der Fische von diesem William Gold, das gibt es tatsächlich. Da findet man auch zum Beispiel im Internet Auszüge von. Und das hier ist eben der Versuch, so seine Geschichte zu erzählen. Am Anfang fand ich es auch noch ganz interessant. Also wir haben hier zwei Handlungsstränge. Also wir haben hier einen, der ein Exemplar dieses Buches findet. Aber das ist halt voll gekritzelt mit irgendwelchen ganz vielen wirren Anekdoten. Und dann kommt ihm diese Kopie aber auch wieder abhanden. Und irgendwann findet er dann eine andere Kopie, was wohl das Original ist, aber wo eben diese ganzen wirren Anleitungen nicht drin sind. Wir erfahren, dass die Lebensumstände auf Tasmanien auch zu dem Zeitpunkt relativ schlecht sind. Es gibt sehr hohe Arbeitslosigkeit. Der Protagonist ist auf Bewährung, arbeitet für seine Bewährungshelferin, die ein Nebengewerbe als Antiquitätenfälscherin hat. Und das war alles sehr wirr und das fand ich am Anfang eigentlich so ganz spannend. Aber das Buch hat mich dann sehr schnell verloren, weil Richard Flanagan vor allem so ein sprachliches Ding, also ich tue mich ganz schwer, das in Worte zu fassen. Man würde sagen, es ist irgendwie so ein Schreibstil, der ist halt so an Männer gerichtet. Also ich will eigentlich Bücher nicht einem Geschlecht zuordnen, aber das ist halt so, wie das beschrieben wird, so alles sehr rau, sehr maskulin angehaucht, also auch die ganze Weltsicht. Und ja, wir haben eben dann so Rückblenden, also zu dem William Gold, so dass er irgendwie da durch die Lande zieht und wie feindlich sich da alle gegenüberstehen und wie die Weißen die Maoris abschlachten und das wird alles so nebenbei erzählt, ohne große Emotionen, was es ja irgendwie noch schlimmer macht. Und irgendwie wird er dann halt gefasst und kommt auf diese Gefängnisinsel, da sind die Haftbedingungen auch ganz, ganz schlimm. Manchmal steht da ewig lange das Wasser in der Zelle, dass oben nur noch der Kopf rausguckt und du musst dann halt warten, bis das Wasser wieder sinkt. Ja, aber einfach durch diese rohe Sprache hat es mich sehr schnell verloren und es war eben auch dadurch, dass alles irgendwie nur so wie nebenbei so belanglos geschrieben ist, war es dann irgendwie auch langweilig und zäh zu lesen und ich habe dann einfach aufgehört, mich da durchzuquälen. Das ist ein Buch, was ich sehr gerne gemocht hätte, weil auch die Geschichte an sich ja nicht uninteressant ist, aber ich konnte dann irgendwie einfach nicht mehr und habe mir gedacht, so das Leben ist zu kurz für schlechte Bücher und wenn ich keinen Bock habe, es zu lesen, dann habe ich keinen Bock und dann höre ich jetzt auf und lese dafür lieber was, wo ich wirklich Spaß dran habe. Es hat mir halt sehr leid getan, aber das war einfach nichts. Ich glaube, ich werde dann auch nichts weiteres von Richard Flanagan mehr lesen. Vielleicht akzeptiere ich, dass es vielleicht nur das eine Buch war, was ich gut fand, wo ich ja aber auch schon Kritikpunkte hatte und das waren im Grunde die gleichen Sachen. Diese Sexszenen in dem Buch zum Beispiel, damit habe ich ein massives Problem, weil ich die teilweise als sehr übergriffig empfinde oder das teilweise, wo ich das Gefühl habe, dem Autoren ist gar nicht klar, dass er da gerade eine Vergewaltigung beschreibt und das so völlig, also er ist gar nicht in der Lage, sich irgendwie in die Frau in der Situation reinzuversetzen, also so als wäre das für die gar nicht so schlimm und da habe ich auch schon Probleme mit gehabt, aber da hat mich halt, das war da ja nur eine Nebenhandlung und mich hat eigentlich ja dieses Kriegsgefangenen-Ding interessiert und das war richtig grandios. Aber ja, also ich habe da, glaube ich, Probleme mit Richard Flanagan, was so diese Sachen angeht und ja, deswegen werden wir ab jetzt, glaube ich, getrennte Wege gehen. Ein weiteres englisches Buch war The Shade of the Moon von Susan and Beth Pfeffer. Das kennt ihr auf Deutsch unter dem Namen Die Welt, wie wir sie kannten. Also das ist, auf Deutsch ist es eine Trilogie, Die Welt, wie wir sie kannten, Die Verlorenen von New York und Das Leben, das uns bleibt. Und das hier ist der vierte Band, der auf Deutsch nicht mehr erschienen ist, was irgendwie auch schon genug aussagt. Also der erste Band fand ich damals super, der zweite war noch besser und der dritte war dann schon irgendwie schlecht. Weil da diese Handlungsstränge zusammengeführt wurden. Also die ersten beiden haben gar nichts miteinander zu tun.
bei dem dritten treffen diese Handlungsstränge dann aufeinander. Man hat aber da schon das Gefühl, dass die Autorin irgendwie überfordert war mit dieser Masse an Charakteren, die sie da plötzlich hat. Und dass dieses Zusammentreffen ist auch irgendwie nicht gut geglückt. Und da hatte man schon das Gefühl, sie ist da irgendwie ganz planlos mit diesem Buch. Und dann kam halt noch der vierte Band und der ist dann halt schon gar nicht mehr übersetzt worden. Und es hat auch nicht so gute Bewertungen. Deswegen habe ich es auch bis heute nicht angefasst. Tatsächlich bis heute nicht, weil ich habe es nicht gelesen. Ich bin jetzt auch am Überlegen, ob ich habe die Reihe nämlich mir auch nochmal komplett auf Englisch gekauft, weil ich diese Cover damals so hübsch fand. Ob ich die nicht jetzt raustue, weil ich weiß, ich werde die nie auf Englisch lesen. Und vielleicht ist das auch so ein Buch, wo ich jetzt einfach hinnehme, dass ich es nie im Leben lesen werde. Vielleicht behalte ich es auch noch hier oder will ich es zumindest mal querlesen. Also nochmal kurz so zum... für euch zur Info, worum es eigentlich geht, weil die Reihe ist ja nun auch schon ganz schön alt. Es geht irgendwie darum, dass der Mond von einem Asteroiden getroffen wird und wird dadurch näher an die Erde geschoben und stürzt dann hier alles ins Chaos mit Sturmfluten, Vulkanausbrüchen und hast du nicht gesehen und ganz, ganz viele Menschen sterben oder verschwinden. Und im ersten Band sind wir noch in einer Kleinstadt und wir haben eben die Protagonistin, ihre Mutter und die zwei Brüder, wie sie versuchen zu überleben. Also wie am Anfang die Leute, also die öffentliche Ordnung bricht zusammen, dann stürmen alle die Supermärkte und dann geht es eben darum, wie sie zu Hause in ihrem Haus überleben. Also wir begleiten die so ungefähr ein Jahr lang, wie ihnen dann irgendwann auch das Essen ausgeht und so. Und das Buch hat so eine ganz sanft ansteigende Spannung, dass man die eigentlich fast gar nicht merkt. Und so ganz am Ende ist die Situation dann aber richtig dramatisch. Und wenn du am Ende stehst und auf den Anfang zurückguckst, dann denkst du, wie bin ich jetzt eigentlich hier hingekommen? Das ist ganz schön krass. Aber du kriegst diese Steigerung kaum mit. Und das zweite Buch spielt dann in New York. Da haben wir Geschwisterkinder einer hispanischen Einwandererfamilie. Die Eltern sind wahrscheinlich gleich bei der ersten Sturmflut ums Leben gekommen. Die kommen auf jeden Fall nicht wieder nach Hause. Und wir haben dann eben den Protagonisten, der versucht, sich und seine beiden Schwestern zu ernähren. Und New York ist natürlich eine Großstadt. Die haben da ganz andere Verhältnisse, ganz andere Möglichkeiten. Und das fand ich einen super interessanten Kontrast. Und das Buch war auch viel, viel spannender noch und viel krasser eigentlich noch. Und an sich hätte die Autorin da gerne noch mehr Einzelgeschichten aus diesem Universum erzählen können, weil es gibt super viele, also es gibt ja tausend Möglichkeiten noch aus verschiedenen Stellen der USA oder anderen Teilen der Welt, hätte man immer wieder neue Lebensgeschichten erzählen können. Und ich glaube, das wäre besser gewesen, als diesen dritten Hybridband zu machen, der dann irgendwie nur noch schlecht war. Und ja, den vierten, da geht es dann eben um den Bruder, den jüngeren Bruder von der Protagonistin aus dem ersten Band, wie er dann in irgendeinem Flüchtlingslager oder so ist und versucht da zu überleben. Und es hat schon im Englischen schlechte Bewertungen und wahrscheinlich habe ich es deshalb nicht angefasst, obwohl es auch nur relativ dünn ist. Und ja, ich weiß, ich muss noch entscheiden, ob ich die englischsprachigen Bücher jetzt insgesamt wegtue. Oder ob ich vielleicht das noch hier behalte für meine Sammlung oder ob ich es nicht doch irgendwann noch mal wenigstens querlesen will. Ich bin da noch unentschlossen, aber ich glaube nicht, dass ich das wirklich irgendwann in meinem Leben mal ernsthaft lesen werde. Und das letzte Buch ist eigentlich auch, da ist Lesen ja gar nicht so, das ist eigentlich ein Bildband und er ist höllisch schwer, deswegen kann ich ihn nicht so lange halten, nämlich Vögel Koreas von Jo Bum-yo. Und das ist eben, wie gesagt, eigentlich ein Bildband, aber immer mit Text und mich interessiert das, denn ich bin ja Hobby-Ornithologin und interessiere mich auch sehr für Asien und auch für Korea und lese ja auch gerne koreanische Literatur. Und hier ist häufig gar nicht so viel Text drin, aber was mich halt hier stört, ist, dass dafür, dass es ein Bildband ist, sind die Fotografien ganz schön schlecht. Die sind häufig sehr, sehr unscharf. Also ich weiß nicht, ob man das hier zum Beispiel schon erkennen kann. Und ja, das sind Vögel im Flug, das ist natürlich auch schwierig, aber selbst die Fotografien, die nur auf einer halben Seite sind, sind nicht scharf. Also wirklich scharf sind dann eigentlich nur die kleineren. Und ich habe dann schon allein, und das hat mich halt schon genervt, weil ich meine, wenn du ein Bildband machst, dann nehme ich doch vernünftige Fotos und die sind anscheinend einfach nicht hochauflösend genug dafür gewesen. Erklärt vielleicht auch, warum ich es irgendwann für 5 Euro nachgeschmissen bekommen habe. Ja, aber das hat mich schon irgendwie dann sehr, sehr enttäuscht, weil ich meine, du kaufst dir ja ein Bildband, weil du schöne Fotos sehen willst und nicht so eine verwaschene Grütze. Und das andere ist, dass ich dann gesehen habe, dass halt der Großteil der Vögel in diesem Buch welche sind, die es auch hier in Deutschland gibt, weil Vögel migrieren halt oder die haben häufig ein sehr großes Verbreitungsgebiet. Aber mich interessieren ja natürlich dann vor allem die Arten, die es hier nicht gibt, weil ich was Neues sehen will.
Und ja, deswegen hatte ich da irgendwie bisher einfach nicht die Motivation, mir das alles wirklich im Detail anzugucken. Das ist auch so ein Buch, wo ich ja schon letztes Mal gesagt habe, als ich die vorgestellt habe, diese Bücher. Ich weiß nicht, wo ich dann damit hin soll, wenn ich es aussortiere, weil es ist zu groß und zu sperrig und zu schwer, um es mit der Post zu schicken. Ich kann es auch nicht in den Bücherschrank stellen, weil da passt es auch nicht rein. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt damit machen soll. Wahrscheinlich bleibt es halt einfach hier stehen, weil ich es auch nicht wieder loswerden kann. Ja, also ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. So, das waren meine Lesevorhaben vom letzten Jahr. Also mit 8 von 10 ist es eigentlich ja eine ganz gute Quote, wobei ich ja 2 Bücher abgebrochen habe und 1 so halb. Also ja, aber ich fand das mal ganz gut, weil jetzt habe ich mir diese Bücher wenigstens mal angeguckt und weiß, dass sie nichts sind. So, und sonst wären die halt jetzt immer noch hier. Das heißt, diese Challenge ist für mich schon ganz gut, auch um sich von Büchern zu trennen, die einfach inzwischen nicht mehr in meinem Geschmack sind. Und dann wird wieder Platz frei für neue Bücher. Ja, so, jetzt zeige ich euch die Bücher, die ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Ich habe mir keine 10 vorgenommen, weil ich das halt auch schon noch als zu viel empfunden habe, sondern ich habe mir jetzt nur 6 vorgenommen und die zeige ich euch jetzt. Das hier habe ich sogar schon abgearbeitet, A Song of Wrath and Ruins von Roseanne A. Brown. Zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video drehe, habe ich auch den zweiten Teil dazu schon fertig gehört. Und ja, das war auch mal wieder eine Fantasy-Reihe oder Dialogie, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Wir haben hier sehr viel afrikanische Mythologie. Teilweise geht es auch also viel auch so in diese orientalische Richtung. Also mehr so Tausend und eine Nacht mäßig so mit Sultanen und so. Diese Welt hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und diese magischen Dinge, die es hier gibt, so sehr viel magische, so alte Städte, Ruinen und Artefakte und magische Gaben und sehr viel Geheimnisse, die gelüftet werden und irgendwelche alten Wesen, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit der Protagonistin Karina, die Prinzessin, und am Anfang wird ihre Mutter ermordet und sie versucht dann so ein Ritual durchzuführen, um ihre Mutter wieder von den Toten aufzuerwecken. Und dann gibt es Malik, der mit seinen Schwestern auf der Flucht ist und dann von einem bösen Geist zu so einem Deal verleitet wird, der Geist hält seine kleine Schwester gefangen und er muss Prinzessin Karina töten, um seine Schwester zurückzubekommen. Und Karina muss jemanden töten, um ihre Mutter von den Toten wieder zurückzuholen. Das heißt, wir haben hier am Anfang so eine Konstellation, wo die sich eigentlich gegenseitig umbringen müssen. Das kenne ich so auch schon aus der Scythe-Trilogie. Ich finde, dass sie das hier auch am Ende sehr gut gelöst hat. Und abgesehen davon, dass ich mit Karina als Person meine Probleme hatte, fand ich diese Dialogie richtig gut. Die Welt hat mir super viel Spaß gemacht und die Handlung war halt super spannend mit viel Wendung, und da habe ich das meiste überhaupt nicht kommen sehen. Also wir haben hier auch nicht so eine Handlung, die auch nur so gerade streng geradeaus geht, wo man dann schon lange vorher sehen kann, worauf das hinausläuft, sondern hier weiß man wirklich eigentlich zu keinem Zeitpunkt, was alles noch auf einen zukommt, und das finde ich sehr, sehr gut. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das ist auf jeden Fall eine sehr empfehlenswerte Fantasy-Reihe. Und ich werde auf jeden Fall im Auge behalten, was Roseanne A. Brown in Zukunft noch so schreiben wird. So, zu den nächsten Büchern kann ich jetzt natürlich nicht mehr so viel sagen, weil ich die noch nicht gelesen habe. Wir haben hier einmal von Nung Dam 1000 Väter. Das war so ein Buch, was auch vor 1-2 Jahren oder so sehr rumgegangen ist auf BookTube. Wir haben hier eben Nung, die ich glaube, aber es ist nicht direkt autobiografisch, aber die Protagonistin heißt genau wie die Autorin. Ihr Vater ist verschwunden und sie sucht einen Weg über das Eis, um in die Außenwelt zu gelangen und eben nach ihrem Vater zu suchen. Bin mir gerade nicht mehr sicher, in welchem Land wir sind. Es klingt aber sehr nach Vietnam. Ja, scheint auch tatsächlich um Vietnam zu gehen oder um... Hier steht was, dass die Tochter ist von Bootsflüchtlingen, also sind wir dann vielleicht eher in den USA. Ja, bin ich gespannt drauf. Ich habe es bisher irgendwie noch nicht geschafft, das mal anzufangen. Vielleicht ist es hier auch wieder die Dicke, wobei ich glaube, das ist halt echt nicht viel beschrieben auf einer Seite, dass das nur wieder so künstlich aufgepumpt ist. Aber ja, da bin ich gespannt drauf und bin ganz froh, dass ich mir das für dieses Jahr vorgenommen habe, weil das ein Buch ist, das will ich eigentlich schon längst gelesen haben und kann selber nicht sagen, warum ich es eigentlich noch nicht angefasst habe. Wir kommen zu einem Buch, zu das ich mich zwingen möchte, nämlich Rache und Rosenblüte von Renée Adie oder Adier, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Da habe ich den ersten Teil Zorn und Morgenröte als Hörbuch gehört und das geht ja auch in so eine, das ist ja so eine Neuerzählung von Scheherazade, also der
Sultan lässt immer jeden Abend eine junge Frau zu sich bringen und tötet die dann. Und dann kommt Scheherazade und erzählt ihm eine spannende Geschichte, die mit einem Cliffhanger endet, und er lässt sie dann immer leben, damit sie ihm nächsten Tag noch die Geschichte weitererzählen kann. Er hat aber natürlich einen Grund, warum er immer eine Frau töten muss. Also es ist nicht so, dass er einfach ein Arschloch ist, sondern dass es hat ein bisschen, die Autorin hat dem schon ein bisschen mehr Tiefe gegeben. Und das hier ist eben der zweite Band. Es ist halt trotz allem immer noch ein Jugendbuch, und den zweiten Band gibt es leider nicht als Hörbuch. Ich hätte den sehr gerne gehört. Und ich habe irgendwie nicht so richtig Bock, den zu lesen. Ich möchte aber diese Reihe gerne abschließen und dann vielleicht auch entscheiden, will ich die im Regal weiterhin haben oder nicht. Also mal schauen. Das ist halt so ein Buch, das würde jetzt wahrscheinlich noch 100 Jahre hier liegen, wenn es jetzt nicht auf dieser Liste wäre. Und genau dafür ist diese Liste ja da, damit es nicht noch 100 Jahre hier liegt. Also ich bin gespannt, wie das enden wird. Es kann passieren, dass ich es abbreche. Vielleicht finde ich es ja aber auch gut. Wir werden schauen, wo die Reise hingeht. Und dann haben wir ein Kinderbuch auf dieser Liste, nämlich Tara und Tani. Man sieht schon, worum es hier geht. Wir haben hier so ein, zwei Mädchen, die sich erstaunlich ähnlich sehen. Die eine ist erkennbar Tochter von Weißen und die andere von Indigenen Nordamerikas. Und die beiden begegnen sich irgendwo in der Prärie oder wo spielt das? In der Wildnis, und irgendwie ist es aber auch in San Francisco, also vielleicht nicht gerade auf den Great Plains. Es hat übrigens auch einen schönen lila Farbschnitt. Mir hat einfach das Cover sehr gut gefallen und mich interessieren so Wildwestgeschichten. Ich glaube, das ist halt so ein Buch, was ich als Kind gerne gelesen hätte. Und wenn ich über so ein Buch stolper, wo ich weiß, das hätte ich als Kind gerne gelesen, dann lese ich das jetzt als Erwachsene. Und deswegen bin ich gespannt, wo diese Geschichte hingeht. Es hat ja glaube ich, auch relativ gute Bewertungen bekommen. Und ja, bin gespannt auch, wie hier mit dieser Thematik umgegangen wird. Und dann haben wir noch ein Buch, das eigentlich so gar nicht mein Beuteschema ist. Und zwar Psychose von Blake Crouch. Auch das ist Teil 1 einer Reihe. Das habe ich mir irgendwann gekauft, weil ich halt neugierig war, weil es jeder gelesen hat. Das ist ja eher so ein Thriller. Wir haben hier einen Agenten, einen Secret Service Agenten, der in eine Stadt kommt, Wayward Pines, und dann irgendwie nicht mehr rauskommt. Und das erinnert mich irgendwie an so eine Computerspielreihe. Ist das nicht auch bei... Ich verwechsel die leider immer alle. Silent Hill und Resident Evil. Ich glaube, es ist Silent Hill. Ist es da nicht auch so, dass da irgendwie mal Leute in diese Stadt kommen und dann nicht mehr rauskommen irgendwie und dann da diese Horrorwesen sind? Ich hatte mal, als ich noch zur Schule gegangen bin vor 1000 Jahren, hat einer, der mit mir im Chemieleistungskurs war, hatte so ein Faible für diese Reihe und hat mir dann immer so ganz viel davon erzählt, aber ich habe das selber nie gespielt. Egal, ich komme vom Thema ab. Auf jeden Fall klang das sehr, sehr spannend. Ab und zu, ganz selten, lese ich ja mal einen Thriller und irgendwie habe ich dann so viel über dieses Buch gehört, dass ich einfach neugierig war. Ich will nicht sagen, ich will mitreden können, weil ich glaube, zum Mitreden ist jetzt auch zu spät, aber mich interessiert halt schon, was ist denn los in dieser Stadt, dass er da nicht mehr rauskommt. Und genau da bin ich interessiert dran, wie sich das auflösen wird. Ich kann halt noch nicht sagen, ob ich die Reihe danach weiterlese. Das kommt drauf an, wie es mir gefällt. Kann sein, dass ich es auch richtig gut finde. Kann auch sein, dass es der Flop des Jahres wird. Wir werden sehen. Und wir schließen ab mit einem weiteren Buch, das ich eigentlich schon längst gelesen haben will. Nämlich Summ, wenn du das Lied nicht kennst, von Bianca Marais. Ich weiß leider nicht, wie man ihren Namen ausspricht. Das spielt in Südafrika und wir haben hier ein kleines Mädchen und sie hat eine schwarze Kinderfrau und irgendwie sterben dann ihre Eltern und ihre Kinderfrau nimmt sie dann mit zu sich und kümmert sich um sie. Und wir haben eben sehr stark diese Rassismus-Thematik und das Ganze spielt noch zur Zeit der Apartheid. Also das war ja eben in Südafrika die Rassentrennung, die aber nochmal dadurch besonders war, dass ja eine weiße Minderheit, die von den niederländischen Kolonisten abstammt, die Boer, eine schwarze Mehrheit unterdrückt haben. Ich musste damals, als ich hatte Englisch-Leistungskurs und ich musste Abitur über Südafrika schreiben, deswegen habe ich mich mit dieser ganzen Thematik auch schon mal näher befasst. Und ja, ich weiß nicht, warum dieses Buch immer noch ungelesen hier rumspukt. Das Problem ist, mich interessieren so super, also nicht super viele, aber mich interessieren so viele Bücher, die aus Afrika stammen, und ich habe so viele afrikanische Bücher auf meiner Wunschliste, aber ich greife trotzdem immer wieder zu den asiatischen Büchern, weil das im Moment so mein Ding ist. Und ich schätze, solange das so bleibt, werde ich leider auch wenig bis keine afrikanischen Bücher lesen. Ich schätze mal, irgendwann, so wie ich mich kenne, kommt irgendwann der Zeitpunkt,
wo ich die Schnauze voll habe von asiatischer Literatur, wo ich vielleicht das Gefühl habe, ich habe jetzt alles gelesen, was man über diese Länder so schreiben kann. Und dann werde ich mich vielleicht der afrikanischen Literatur zuwenden. Ich kann aber noch nicht genau sagen, wann das eintreten wird. Vielleicht nachdem ich dieses Buch gelesen habe, wer weiß. Und ja, schauen wir einfach mal. Ich habe auf jeden Fall große Hoffnung. Ich finde das Cover super schön. Das Hardcover hat auch ein sehr interessantes Cover. Das ist nämlich fast so nur kartonartig. Also das sind eigentlich nur so unbehandelte Holzfasern und dann hat das so eine grüne Prägung. Das sieht auch super interessant aus. Und ja. Das wird auf jeden Fall auch dieses Jahr fällig. Ich freue mich, dass ich mir das jetzt auf die Liste gesetzt habe, damit ich das nicht noch länger warten lasse. So, das waren meine Bücher, die ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Also im Schnitt muss ich alle 2 Monate eins davon beenden, damit das am Ende aufgeht. Ich denke, das kriegt man hin. Typischerweise habe ich ja immer im Hochsommer ein Lesetief, weil es dann einfach zu warm zum Lesen ist. Das war auch letztes Jahr wieder so. Und ja, allgemein muss ich ein bisschen aufpassen. Ich habe mich letztes Jahr auch wieder stark überarbeitet und das will ich auf jeden Fall dieses Jahr anders machen. Da sind wir auch schon beim Thema mit dieses Jahr anders machen. Und zwar ist es ja so, ich habe aktuell einen Sub von 25 Büchern, was wahrscheinlich wenig ist für einen Booktuber, aber für mich immer noch ein bisschen mehr, als ich eigentlich gern hätte. Andererseits ist das irgendwie so anscheinend meine Wohlfühlzahl, weil ich schon immer gemerkt habe, so ab da wird es schwer, noch weiter runterzukommen, weil dann auch doch wieder zu oft neue Bücher dazukommen. Ab da tut sich nicht mehr viel. Und ich mag es ja auch, ein paar Bücher da zu haben und da Auswahl zu haben. Es sind aber halt immer noch so viele, dass manche Bücher jahrelang hier liegen, bis sie dann endlich mal drankommen. Und das möchte ich eigentlich nicht. Und dieses Jahr ist wieder so eine richtige Welle von Autoren und Autorinnen, von denen ich schon mal was gelesen habe, wo jetzt neue Bücher erscheinen. Und das war vor 2 Jahren schon mal so. Und da habe ich es so gemacht, dass ich mir diese Bücher alle nur auf die Wunschliste gespeichert habe und gesagt habe, nein, ich kaufe mir die jetzt nicht sofort. Und dann hatte ich mir gedacht, nein, ich möchte jetzt erst meinen Sub weiter runterlesen und ich kaufe ja Bücher auch sowieso lieber gebraucht. Und wenn ich die jetzt eine Weile liegen lasse, dann sind sie gebraucht auch günstiger und kann ich ein bisschen Geld sparen. Und ich mache das jetzt so, dass ich ein bisschen meinen Sub runterlese und wenn ich da ein bisschen Platz geschaffen habe, dann belohne ich mich damit, indem ich ein Buch von dieser Wunschliste kaufe. Also ich habe immer eine ellenlange Wunschliste und dann gibt es nochmal eine Wunschliste mit den quasi Wunschlisten-Top-Kandidaten, also die Bücher, die ich am dringendsten haben will. Und davon habe ich mir dann gedacht, ich kaufe davon ab und zu eins, wenn ich ein bisschen Platz auf dem Sub geschaffen habe. So, das hat aber nicht so ganz funktioniert. Zum einen hatte ich dann Tauschticket entdeckt und da sind über Tauschticket viele Bücher gekommen. Eine Zeit davor hatte ich viel auch Tauschpakete. Das mache ich inzwischen nicht mehr, weil da halt viele Bücher eingezogen sind, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, die man dann so spontan behalten hat. Bei Tauschticket ist es mittlerweile auch so, dass ich das nur noch selten und dafür gezielter mache. Das heißt, da kommt schon mal weniger rein. Und ich habe immer auch noch Wichtelpakete gehabt über so eine Buchgruppe. Und das hat immer total viel Spaß gemacht. Und normalerweise war es dann so, dass also man konnte immer so 5 Bücher oder so angeben, die man sich wünscht. Und davon hat man dann meistens so ein oder zwei bekommen. Da habe ich aber dann auch meistens eben nicht diese Bücher bekommen, die ich so dringend wollte, sondern andere, weil die günstiger waren. Und dann habe ich letztes Jahr im Juni ganze 4 Bücher von dieser Liste bekommen. Und das ist ja toll, aber gleichzeitig hat es mich geärgert, weil ich dachte, jetzt habe ich wieder 4 Bücher auf dem Sub. Und ich lese ja nicht so viele Bücher pro Monat. Das dauert halt ja so lange, bis ich die dann wieder abgetragen habe. Und dann habe ich für mich halt gemerkt, nee, ich möchte das nicht mehr. Und ich mache jetzt erstmal auch keine Wichtelpakete mehr, auch wenn das immer viel Spaß gemacht hat. Ich möchte nicht, dass so doch alle halbe Jahr wieder Bücher hier einziehen, die nicht von dieser Top-Wunschliste sind. Weil das sind ja die, die ich eigentlich haben will. Und ich habe auch gesehen, dass ich selbst Jahre später, da hat sich preislich einfach nicht viel getan. Die sind gebraucht immer noch so teuer, dass es sich gar nicht lohnt, die gebraucht zu kaufen. Und ich habe gar nichts davon, dass ich die jetzt 2 Jahre lang nicht gelesen habe. Und ja, deswegen mache ich das jetzt anders. Ich habe dieses Jahr auch eine längere Liste an interessanten Neuerscheinungen. Und auch da sind eben wieder Autoren dabei, wo ich genau weiß, die Bücher werden gebraucht, sowieso nicht günstiger. Und deswegen kann ich die auch jetzt kaufen und gleich lesen. Und das werde ich jetzt machen. Und da freue ich mich auch schon drauf und habe mir auch schon 2 gekauft. Und da bin ich sehr glücklich drüber und freue mich schon sehr drauf, dass ich diese Bücher jetzt gleich lesen kann.
und versuche trotzdem eben meinen Sub abzubauen, indem ich einfach nicht mehr viel rechts und links dazukommen lasse. Und indem ich mir jetzt 6 Bücher schon mal rausgenommen habe. Also die ältesten Subleichen sind auch weg. Die Bücher, die ich mir jetzt für dieses Jahr vorgenommen habe, die sind, glaube ich, erst so 2 Jahre oder so hier. Und die vom letzten Jahr, die waren ja teilweise schon 4, 5 Jahre hier. Genau. Und dann schauen wir einfach mal, wie das läuft. Also ich werde jetzt gucken, dass ich eben dann gezielt einzelne Neuerscheinungen kaufe. Ich muss gucken, dass ich nicht abrutsche in so ein, ich kaufe jetzt jede Neuerscheinung, die ich haben will. Weil das ist auch nicht Sinn der Sache. Genau, und dass ich eben jetzt mehr auch mich darauf konzentriere, die Bücher zu lesen, die noch hier sind, weil, wie gesagt, das sind alles Bücher, die ich gerne lesen will. Es sind aber immer noch zu viele, um sie alle zeitnah zu lesen. Und jetzt gucke ich einfach mal, wie das läuft, wenn ich jetzt eben doch ein paar Neuerscheinungen dazu kriege. Und genau, und dann schauen wir einfach mal, wie sich das so entwickelt. Im Moment ist es so, dass ich im Januar zum Beispiel habe ich 2 Bücher von meinem Sub gelesen, habe aber auch 2 neue gekauft und ich bin immer noch bei 25. Und ich sage ja, das ist so eine Zahl, wo sich nicht mehr so viel tut. Also es kann sein, dass ich auch trotzdem dieses Jahr an der Zahl an sich gar nicht viel ändern wird. Aber dass es da also immer so ein Durchmischen gibt, das ist auch meistens so, dass sich so ungefähr die Hälfte durchtauscht. Und genau, ich mache auch keine Affektkäufe mehr. Ich nehme kein Buch spontan aus der Buchhandlung mit. Ich fotografiere mir die und dann setze ich die zu Hause auf meine Wunschliste. Und ich möchte halt lieber gezielt einzelne Bücher von der Wunschliste kaufen, was eben die Bücher sind, die mich wirklich interessieren und die ich am dringendsten lesen will, weil das Leben ist einfach zu kurz, um alle Bücher zu lesen, die einen irgendwann mal interessiert haben. Und genau, das ist jetzt so der Plan. Und dann werden wir schauen, wie das funktioniert. Ich bin jetzt schon selber gespannt. Ja, und eben, habe jetzt im Grunde alles abgeschafft, was dafür gesorgt hat, dass trotzdem die ganze Zeit so nebenbei Bücher hier eingeschwemmt werden. Und dann schauen wir mal, wie viel das tatsächlich am Ende ausmachen wird. Ja, das war es soweit von mir. Ich hoffe, das war für euch ganz interessant. Schreibt mir sehr gerne, wenn ihr eins der Bücher kennt, die ich jetzt vorgestellt habe, entweder eins von denen, die ich schon gelesen habe, da würde mich sehr eure Meinung dazu interessieren. Und vor allem auch die Bücher, die ich jetzt auf der Wunschliste habe. Wenn ihr ein paar motivierende Worte für mich da habt, dass ich das Buch jetzt dringend lesen sollte, dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Und dann hoffe ich, wir sehen uns bald wieder hier mit einem anderen Video. Ich glaube, dann ist es auch schon fast wieder Zeit für den nächsten Lesemonat. Aber wir werden sehen. So, das war es für heute von mir. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut! Tschüss.